No, I think I want some of the explanations in my father's handwriting that he had written on the back of the pictures. Is it really better than I thought? So eine Arbeit in dem Ton hat ja auch was sehr, was sehr viel Routine hat. Und denkt man, okay, jetzt kommt wieder die Blende und jetzt kommt wieder der Ton und das. Es hat irgendwann im Laufe einer Filmmischung gibt es immer wieder bestimmte Sachen, die in nur dem Film immer wieder so auftauchen. Das kann ich gar nicht erklären. I noticed that they can't fly and I wondered why. So I came to investigate. Then I see why they can't fly. They sending a message. To the world. Was mir wirklich hängen geblieben ist, ist der Satz von John Cage, den sie irgendwann fast beiläufig sagt, dass man nicht Sklave seines eigenen inneren Regelwerks in der Kunst wird, aber ich würde das aufs Leben übertragen. I was just reading the thing that John Cage had written about rules for students and teachers, and it's funny how when you're working on stuff like this, you make up your own rules. One of the things he says is, be willing to break all the rules, even the ones that you make up yourself. Es gibt ein ganz festes Regelwerk für die, sage ich mal, Anfänger der Tongestaltung. Das lernt man. Jeder weiß das. Blenden darf man nicht hören. Und Musiken dürfen nicht ineinander geblendet werden. Das ist ein No-Go, sagt mir eine Technikerin. Gemerkt, wieso ein ärgerlicher wäre. Ein No-Go, es gibt kein No-Go. Wir können absolut alles machen, was der atmosphärischen Wirkung dienlich ist. So. Auch manchmal so kleine Synchronpunkte, es muss gar nicht viel sein. Der Hund ist da und. Ach, der schnüffelt dann auch. Du hörst so ein bisschen hecheln. Ja. Nur ein Hauch, weil sonst muss es genau stimmen. Es reicht manchmal, dass du irgendwie nur so eine. Ich habe ein paar Kleinigkeiten dahin gedicht. Man braucht schon ein paar Synchronpunkte, sonst merkt man, dass kein Synchronton da ist. Da reicht sowas wie ein Schritt oder ein Hund und dann bringt man das zusammen und dann fehlt einem nichts mehr. Oder am Strand, da waren keine Möwen oder nur wenige Möwen, da habe ich Möwengeräusche dazu. Weil sonst wäre es eine verschenkte Atmosphäre. Wo Strand ist, müssen Möwen sein, dann ist man gleich da. Das ist ja der Unterschied zu einer Fernsehreportage. Ja. Wo die dann einfach einen Ton drunter legen und ne, zu einem es ist ein gestalteter Film und dann braucht der Ton ein kleines bisschen Gestaltung braucht er dann. This one right here, it's a quote from Hermann Göring about how leaders can convince the people in their country to go to war. Und trotzdem, es gibt es ganz, ganz viele Regeln, die man beachten muss. Und dann muss man genau wissen, warum man es nicht macht. Nevertheless, there's a quote, actually that one right there, from Hermann Göring, that talks about how you get a nation to go along with the idea of starting a war, basically. Why should some poor Slav on a farm want to risk his life in a war when the best he can get out of it is to come back to his farm in one piece? That is understood. Okay. Ja, und was hast du da jetzt gemacht? Da ist irgendeine Resonanzfrequenz, die auch dadurch, dass der Hall dann drauf ist, noch stärker wird. Jeder Raum hat irgendwo. Und die habe ich runtergenommen. Da dröhnt es immer so ein bisschen. Also an einer bestimmten Stelle dröhnt es dann. Und das durch den Hall ist das noch mehr geworden. Und das habe ich einfach rausgenommen und ein bisschen Höhen drauf gemacht. Dann versteht man es besser. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. It was so eerie, because it felt like it. The, what he described was exactly what had just happened here. And
Just so, dass da jemand so wenig identifiziert ist. Conscious of doing wrong. Genau, conscious of doing wrong. Das ist echt erstaunlich. Mm-hmm.